Ja, grundsätzlich ist das Kart schon fertig. Wir haben es schon gestern alles vorbereitet. Die Spur haben wir im Juni komplett eingestellt. Die Hinterachse ist komplett fertig. Jetzt war nur noch der Motor zum Schluss. Den hat jetzt der Rade fertig bekommen. Der hat jetzt nochmal ein bisschen Streicheleinheiten bekommen. Und jetzt machen wir den Motor fest. Ist eigentlich ganz einfach. Der größte Punkt, der wichtig ist, dass wir die Kette straff genug haben und dass der Motor natürlich sitzt. Dafür haben wir die zwei Motorklemmen. Bei den Motorenmodellen haben wir auch einen Anlasser, daher haben wir die Batterie. Somit dürfen wir diesen Stecker nicht vergessen. Den richtigen Schlüssel. Der macht ein richtiges Tutorial. Und zwar haben wir hier einen schönen Motorstopper. Mit diesem Motorstopper verhindern wir, dass der Motor wegrutscht. Und gleichzeitig benutze ich ihn, um den Motor ein bisschen zu spannen. Dadurch, dass das eine Spielkette ist, müssen wir diese Kette auch ziemlich locker befestigen. Dieses Spiel ist ausreichend. Benzinzufuhr, natürlich ebenfalls wichtig, sonst funktioniert hier gar nichts. So, das hier gehört noch zur Stromzufuhr für den Anlasser. Hier haben wir den Drehzahlmesser, damit der Joni auch weiß, in welchem Drehzahlbereich er zugange ist. Der misst den Impuls von der Zündkerze und gibt ihn an das Alfano weiter, damit der Joni weiß, wie viel Drehzahl er hat. Geräuschdämpfer. Kein Luftfilter, wie die meisten denken. Hier müssen wir natürlich auch schauen, dass er den größtmöglichen Stauraum hier hat. Jetzt kommen wir zum Herzstück des Vergasers. Und zwar den Schieber, mit dem der Joni dann Gas gibt. Dadurch, dass der jetzt natürlich ein bisschen hier im Sitz lag, müssen wir ihn erstmal reinigen. Und dann wird er geschmeidig eingeführt. So, jetzt müssen wir nochmal alles kontrollieren. Benzinfilter passt, Drehzahlmesser passt, Elektronik passt, Luftfilter passt, Vergaser passt, Kette passt auch, Geräuschdämpfer, hat mein Kameramann recht gehabt. Extra für meine zärtlichen Hände. So, das ist der Abgastemperaturfühler. Mit dem messen wir die Abgastemperatur, um zu wissen, ob er im richtigen Fenster ist. Es fehlen nur noch die Auspufffedern. Und somit haben wir den Motor fertig. Jetzt fehlt nur noch der Kettenschutz, aber der kommt morgen. Genau, der fehlt auch noch, der kommt aber erst morgen drum. Und zwar der Gummi, der den Geräuschdämpfer natürlich dann auch in seiner Position hält. Tada!